Briefe schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Beigebracht im Totenschein als Kornett der Kompanie des Freiherrn von Pirovano, des kaiserlich-österreichisch-heißlischen Regimentes zu Ross, verstorben war, zurückkehrt. Das Lüftlein mit der Rose spielt, es fragt nicht, hast mich lieb? Das Röschen sich am Tau kühlt, es fragt nicht, lange gib. Ich liebe sie, sie liebet mich, doch keines sagt, ich liebe dich. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben. Es kann sein. Sieh hinaus bis an das Haus, wo die Veilchen sprießen. Eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen. Später fragt der Marquis, habt ihr auch eine Braut daheim, Herr Junker? Ihr? Gibt er von Langenau zurück? Ah, sie ist der Blonde, wie ihr. Einmal am Morgen ist ein Reiter da und dann ein zweiter, vier, zehn, ganz in Eisen, groß. Dann tausend dahinter, das Heer. Man muss sich trennen. Kehrt glücklich heim, Herr Marquis. Die Maria schützt euch, Herr Junker. Er fragt eine Frau, die sich zu ihm neigt. Bist du die Nacht? Sie lächelt. Und da schämt er sich für sein weißes Kleid und möchte weit und allein und in Waffen sein. Ganz in Waffen. Nicht hast gefunden, was du im Leben nicht hast gefunden. Die Turmstube ist dunkel, aber sie leuchten sich ins Gesicht mit ihrem Lächeln. Sie tasten vor sich her wie Blinde und finden den anderen wie eine Tür. Liebst in mir noch eine Zeit, dort war die Wirklichkeit zum Traum, dort war der Traum zur Wirklichkeit. Fenster offen? Ist der Sturm im Haus? Wer schlägt die Türen zu? Wer geht durch die Zimmer?